Hallo und herzlich willkommen zurück bei Vagrant Story. Ich frage mich bei diesen ganzen Vorspannen immer, es gibt ja einmal den mit der Musik, dann gibt es einen, wo sie alle am Tisch sitzen und einen, wo er die andere kennenlernt. Da frage ich mich immer, kommen die im Spiel auch so vor oder ist das jetzt nur der Vorspann und ich muss die einfach eigentlich alle mal zeigen? Aber eigentlich müssten die doch auch im Spiel vorkommen, oder? Weil ich kann mich jetzt irgendwie an keine von denen erinnern. Naja, wir sind in der Vermilion-Gasse und haben in der letzten Folge erfolgreich unter... Oh Gott, habe ich viel verschwendet. Es fällt mir jetzt erstmal ein, wie viel ich eigentlich verschwendet habe. Den anderen umgebracht. Ich habe mir auf den Zettel geschrieben, ich muss unbedingt zur Faktorei gehen. Ich muss gerade mal überlegen. 14. Habe ich nur drei? Ich habe nur drei Speicherstände. Okay, stimmt, ich hatte ja Angst wegen Speichern. Ich erinnere mich. Ich habe mir aufgeschrieben, wir müssen unbedingt zur Faktorei gehen. Und wir müssen... Waffen ablegen, damit wir wieder neue Waffen mitnehmen können. Weil 8 ist ein bisschen, ich finde 8 Waffen dabei zu haben, ist ein bisschen wenig. Ich meine, bei Resident Evil ist es viel. Aber bei, es ist für mich, ich weiß es nicht, aber es ist für mich immer noch ein JRPG. Ist ein bisschen wenig. So, ich muss gerade mal schauen, wo müssen wir überhaupt hin? Unlockable. Okay, da können wir weitergehen. Wo ist die Faktorei? Container Workshop. Da müssen wir hin. Okay. Also hochwärts ist er ganz schön langsam, wie so ein richtiger Mensch. Er ist ein richtiger Junge. So, wir gehen mal hier rein. Falscher Knopf. Ich vergesse immer das Bestätigen und Türen aufmachen. Das ist ja, hier kann man nur Bronze und Eisen machen. Alles klar, ich bin nur hier wegen der Kiste. Ich hätte vielleicht warten sollen, bis ich mit dem Spiel weitermache. Weil dann hätte ich wenigstens wieder genug MP. Aber ich glaube, MP erhöht sich eher. Also schneller. So, hineinlegen wollen wir etwas. Und zwar wollen wir, was wollen wir reinlegen? Fandango, Rostnagel, rosa Spirale, die Kleve, eine Kampfast, ein Rapier, ein Kriegsbeil. Status. Wir müssen das doch anders machen, sorry. Ich habe nichts getan. Nein, ich will nicht. Nein. So. Wir müssen doch erstmal gucken, was wir überhaupt alles jetzt bekommen haben. So, Fandango. Fandango hat bei uns 15 und 12. Wir müssen nur aufpassen. Verdammt. Ich habe mir doch extra einen Zettel geschrieben. Jetzt habe ich den Zettel nicht hier. Also, Human und Phantom, Beast und Dragon und Undead und Evil. Die beiden passen zusammen. Wir gehen mit dem Fandango auf Human und Phantom. Wir machen Rostnagel, Untot und Evil. Wir haben jetzt hier die rosa Spirale. Physical. Wir könnten die rosa Spirale eigentlich ablegen, würde ich sagen. Weil wir haben den Fandango in Physical. So, der Seelenkuss. Kuss. Untot. Seelenkuss. Okay, also rosa Spirale kommt schon mal weg. Kleve behalten wir. Kampfaxt kommt auch weg. Physical. Kriegsbeil. Edged. Okay, also Rapier, Kriegsbeil. Rapier habe ich manchmal echt gern genommen, gell? Also Kampfaxt, Kriegsbeil. Und die rosa Spirale. Und dann haben wir trotzdem nur drei frei. Oh, das ist aber... Ja. Fandango, Mensch. Ach, das ist ein bisschen doof alles. So, bitte öffnen. Ja.
glaube, wenn die PS3 irgendwann mal kaputt gehen sollte, dann habe ich sie kaputt gespeichert. Hineinlegen, ja. So. Hineinlegen. Das ist ja jetzt ganz schön laut, ist gerade. Physical. Ja, gut, also die Kampfachs kommen auf jeden Fall rein. Hineinlegen. So, Sellen, Kuss. Sellen, Kuss behalten wir mal. Machen vielleicht den Seelenkuss auf Untut. Ja, hat man gesagt, gell? So. Klamottis. Magiermantel. Feuer, Luft, Physik. -1, -1, -5, -5. -1, -1, -5. Oh! Ich glaube, wir müssen das Ding lieber anziehen. Aber dafür ist halt der besser, die Schwins. Aber wir sollten eventuell alles dabei lassen. Okay. End. Ja. Hineinlegen. End. Okay. Speichern. Also, ich habe gerade speichert schon. Schon gewartet hier. Gucken wir mal, wo uns diese Stadt hinbringt. Ob sie uns wieder unter die Erde bringt, mehr oder weniger. In einen Dungeon oder in den Tod. Wir werden es rausfinden. Nein! Ich hab den falschen Spielstand gespeichert. Okay, müssen wir zurückgehen. Ich hab das Ding überspeichert. Nein! Um Gottes Willen! Hoffen wir einfach mal, dass wir den auch laden können, oder? Also hier hinten waren wir ja schon. Gab's nichts mehr. Hier haben wir gnadenlos krass gekämpft. Hä, kann ich hier runter? Oh. Das ist doch einfach nur eine andere Seite. Ist das Ding nicht rumgefahren? Was ist denn los mit dem Ding? So, wir speichern nochmal. Wir speichern jetzt mal anders. Stand. Das ist ja schrecklich. Wie lange das dauert. Oh mein Gott. Ich will nicht auf die PS2 wechseln. Da ist wieder das Bild zu lang gezogen. Waren das jetzt?
Irgendwas hat zzzt gemacht. Irgendwas zzzt gemacht. Ja, endlich, ey. So. Dann gucken wir mal. Wir haben was geöffnet. Ich muss gerade nur überlegen, wo sind wir eigentlich? Nein, was mache ich hier überhaupt? Ich muss mir das mal drehen. Dreh das mal. So, wir sind da. Wir können da weitergehen. Links runter, unlockable. Ordensschlüssel, okay. Mit dem Ordensschlüssel gehen wir jetzt zum unlockable. Das hier ist doch unlockable. Ah! Ja, krass. Rein da. Rein in die gute Stube. Hallo? Warum ist das hier? Dieses Spiel, ey. Warum gibt mir das so leere Räume? Bin ich echt kein Fan von. Monster haben die Tür verriegelt. Was bist du? Untot. Na, das funktioniert jetzt aber mal nicht. Ah! Okay, auf Start hat man auch diese komische Ansicht. Diese Ego-Perspektive. Untot. Equipieren. Boah, hier Undead. Rostnagel. Oh, da hätte ich ja den Seelengruß wegmachen können. Ich habe vorhin... Was gibt es? Och nö. Ach so, doch. Okay. Er ist auch untot. Da bräuchte man aber Licht am besten dabei. Habe ich nicht dabei. Jetzt rennen wir kurz weg. Haha. Bedumm. So. Cool. Knie die da, ey. Ja, ich habe vorhin Knollen. Oh, Ringpanzer nehmen wir mal. Tür aufgeschlossen. Ich habe vorhin für die Vögels habe ich so Meisenknödel rausgetan. Normalerweise habe ich die immer klein gemacht, die Knödels, weil die sonst geklaut werden von den Elstern. Die schleppen echt diese Knödel weg und es ist noch nicht mal ein Netz drumherum. Und jetzt habe ich mir gedacht, oh nee, die sind so knippelharter, die Dinger. Jetzt mache ich die nicht klein, lege ich sie einfach so hin. Und tatsächlich, jetzt fehlt einer. Irgendein Vogel hat so einen ganzen Knödel weggeschleppt. Der sieht aus wie ein Albert. Wer ist denn er? Er ist ein neuer. Ja, jetzt frage ich mich die ganze Zeit, welches Biest? Ach, du bist neu. Was bist du denn? Biest ist es. Na, Aloja, Wurzel. Warte mal, Biest. Du bist ein Biest.
Wir müssen mal gucken. Rostnagel geht zusammen mit Drache. Wir brauchen Biest. Wir haben kein Biest. Biest geht zusammen mit Drache. Habe ich irgendeine Drache hier? Die Kleve. Tu's Lu. Nu. Warte mal. Also, das Ding funktioniert schon mal nicht. Das ist schon mal ein Scheißding. Rostnagel. Sellenkuss. Kussbeste oder was? Aloe-Wurzel, gib mir. Oh, ich habe was gelernt. Neue, wir müssen mal das hier. 5% Regenschirm, Wasserelement, Wind. Nee, ich will das doch nicht. Gib mir das. Erteilzustandsveränderung Silentium. Des erteilten Schadens werden zusätzlich hinzugefügt. Dieser Wert der PP addiert. Wunderschmerz. Ich weiß nicht, was das ist. Wir nehmen das. Nö, das ist ja seltsam. Warum sind hier so viele Treppen? Steht hier irgendwas ganz Geheimes? Die Musik ist hier ganz anders, gell? Du bist ein Biest. Du. Was ist nun los? Das Siegel zur Erinnerung wurde gebrochen. Dolchtechnik Kokidan gelernt. Siegel zur Erinnerung? Was Siegel? Hä? Siegel zur Erinnerung? Bitte was? Da! Mine? Ach, wir sind jetzt in der Mine. Okay, wir haben mehrere Wege. Wir werden das speichern. So, wir gehen mal hier hoch. Biester. Oh nein, der lebt ja immer noch.
Warte mal, was ist denn los hier? Oh, was bist du denn? Du bist ein Mensch. Oh, das geht ja mal gar nicht gerade. Bist ein Mensch. Da muss er doch das Fandango nehmen. Dass man nicht Mensch und Biest zusammen machen kann, ist ein bisschen doof. Brauchen wir wieder ein Schild. So, ein Schild. Jetzt geht's ab hier. Slow. Der lebt ja immer noch. Well timed, hey. Schön. Wildlederstiefel. Ja, gib mir. Ich sollte vielleicht mal... Oh. Die Tür wurde verriegelt. Uiuiuiui. Hätte mir vielleicht erstmal herheilen sollen. Renn nicht weg, du musst jetzt sterben. Träne der Urt. Der Legende nach heilt es den Körper auf verschiedene Weise. So, jetzt können die anderen erstmal warten. Ich vergesse immer, dass ich mich heilen kann. Also nicht immer, aber ich habe es die ganze Zeit vergessen. Danke. Oh! Beast, Beast, Beast. Okay. Thank you.
Beispiel, wir suchen mal das Rapier. Au. Okay, wir müssen den wir müssen den Rostnagel nehmen. Das ist irgendwie. Warte mal, wir hatten jetzt beim Rostnagel 16 und 30. Oder auch 16 und 30. Jetzt müssen wir mal kontrollieren hier. Hat immer noch 16 und 30. Okay. So, muss ich mal sagen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bleibt gesund und bis morgen. Tschüss.